Moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück. Zelda, Tears of the Kingdoms. Also, ja, beim letzten Mal haben wir hier im Dorf der Soras ein bisschen was erledigt, haben einen Wirbelstrudel ausgelöst, haben Sidon geholfen und heute geht es endlich in den zweiten Tempel. Bevor wir aber richtig loslegen, wie immer für unsere Spoileranten, ich erwähne es jeden Stream, ist es mir mittlerweile wirklich egal, ob es irgendwie nervt. Für die Spoileranten, haut die Spoiler nicht raus, sonst seid ihr für immer aus meinen Kommentaren gebannt. Tipps sehe ich auch nicht so gern, weil ich das Spiel auf meine eigene Art und Weise erkunden will. Und das wäre es auch in der Hinsicht schon. Wie gesagt, ich weiß, dass es den einen oder anderen nervt, aber ich habe meine Gründe, das zu sagen. So, wir wollen jetzt diesen Wasserfall hoch. Ich habe meine Amiibos schon eingelöst. Ich hatte mir extra die Stelle hier markiert mit einem Stern, damit ich sie wiederfinde. Also unter den Amiibo-Teilen war nichts Interessantes. Und wir wollen jetzt diesen Wasserfall hoch. Aber vorher packe ich mich aus dem Bild, weil da höchstwahrscheinlich gleich eine Sequenz kommt. Ich habe meinen Hammer aus Versehen geworfen. Hoppa! Keine Sequenz? Ach, die kommt dann wohl erst da ganz oben. Okay, dann müssen wir noch ein kleines Stück. Also mein Ziel ist es heute, diesen Tempel zu schaffen, den wir hier vor uns haben. Ich glaube, da ganz vorne ist Sidon. Oh, guck's mal, ich springe hier ein bisschen höher. Hier ist wohl die Schwerkraft weg. Ich bin es von einem anderen Spiel, was ich heute gespielt habe, so gewohnt, noch auf dem R zu sprinten, ne? Wasserbläschen. Kann ich das greifen? Kann ich das nutzen? Ich kann das an was dran packen. Guck mal, mein Schild. Ich habe eine Wasserkugel an meinem Schild. Warte. Noch besser. Ich habe ein Sora-Wasserschild. Das könnte man bestimmt an die Sora-Lanze packen. Die wird ja besser, wenn sie Nässe hat. Kann ich da auch reinspringen? Ich kann mir vorstellen, wozu die da ist. Dafür. Hui! Lustig. Ich verliere sogar Ausdauer. Ich frage mich, ob ich da drin ertrinken kann. Ein Gamma-Krieger-Breitschwert. Das werde ich mir irgendwann später holen müssen, weil ich keinen Inventarplatz habe. Warte auf die Wasserblase. Kann ich das damit reinigen? Nein. Möchte sie doch mir diese Welt erklären? Ja. Na, Sidon? Ja, der Ort hier ist schon mysteriös und sehr interessant, muss man sagen. Okay, wo willst du lang? Okay, das verrätst du mir nicht, wo du lang willst. Ich kann mir vorstellen, wie ich da hochkomme. Hier kleben? Los, pack mich in die Bubble. Ich will in die Bubble. Ja! Ich hoffe, das Ding kann ich auch erhalten. Das wäre auf jeden Fall cool. Warte mal, vorher da unten. Ich ziehe mit dem Eis-Exalfoss in Klinge in die Schlacht. Hier ist bestimmt auch was Interessantes zu holen.
Lol, bei einem Sturz nach unten macht das Teil auch eine Luftblase nach unten. Sehr interessant. Oh, ich nehme die Klinge. Ist interessant, so 10 Meter nach hinten zu springen. Die Waffen von denen fliegen auch sehr weit. Fliegt auch das, was ich werfe, weiter? Es fliegt zumindest lustig. Mir käme eine Idee, wie man das nutzen könnte, dass eine Wasserblase vorne dran hängt an dem Schild. Eventuell kann man damit ja auch die Pfützen dann wegmachen. Ich wollte eh was essen, danke. Ich finde es cool, dass hier oben die Schwerkraft anders ist. Das ist wirklich sehr geil. Was war das denn für ein Moonjump? Die Lanze werfe ich den nächstbesten ins Gesicht. Eine starke Sonarium-Lanze. Warte. Das können wir auch eine richtige machen. So, erwartet mich noch irgendwas? Ja, eine Kiste. Ich wusste doch, dass da irgendwas auf mich wartet. Eine Hochleistungsbatterie. Danke dafür. Ist einfach nur genial, wenn man die Moonjumps machen kann. Hier oben musste ja was sein. Bitte ein Schild. Eine Waffe kann ich nicht mitnehmen. Verdammt. Ach komm, so sehr brauche ich das Sunshine-Kurzschwert hier nicht. Nehme ich lieber das mit. Das ist eine Delta-Lanze, ne? Ups. Einmal kurz zu dem Punkt zurück, wo ich sie nicht aus Versehen auseinandernehme. Ich dachte, das wäre eine neue Lanze. Ich wollte es nicht auseinandernehmen. Das Ding will ich fotografieren. Hier hat sich wenigstens gelohnt mitzunehmen. Das Hanschen-Kurzschwert, das hat nur 12. Klar, der Überfallschaden, der ist schön. Aber bringt mir im Wesentlichen kaum was. So, einmal nach oben, bitte. Ist wie ein Aufzug. Nur, dass man schwimmt, statt zu stehen. Warum platzen die denn? So, ich will damit noch ausprobieren, ob man damit eventuell die ein oder andere Pfütze wegmachen kann. Das Schwert da unten, das kann ich mir auch noch später noch holen. Warte mal.
Da ungefähr ist die Kiste. So, dann vergesse ich es auch nicht. Ich frage mich auch, ob man die Wasserkugel mit Wind bewegen kann. Nein, ich wollte drin bleiben. Mann, ist das Rätsel hier ein Zeitfresser. Ja komm, gib mir mein Bläschen. Warte mal, vielleicht kann ich ja auch ohne das hoch genug. Ja, ich komme auch so hoch. Um, auch meine Wandsprünge sind ein bisschen höher. Oh, das ist bestimmt ein Data-Krieger. Der macht Schaden. Von dir will ich ein Foto. Okay, meine Laserlanze ist kaputt. Bitte in der Richtung sterben. Ich habe deine Ausrüstung kaputt gemacht. Das packe ich mal eben kurz weg. Ich will das gleich an der Pfütze hier neben mir ausprobieren. Und tot. So, jetzt nochmal ein richtiges Foto. Ja, das ist ein schönes Foto. Eine 24er Stärke. Ich frage mich gerade, ob das als Axt gelten würde oder als Hammer. So, hier an der Pfütze will ich das jetzt testen. Ne, nicht mal, wenn ich drauf slide. Okay, die Wasserpfützen bringen da überhaupt nichts. In der Richtung. Ich habe für dich Verwendung. So, jetzt habe ich was für beide Seiten. Beidseitige Reinigung. Aber erstmal aus damit. Muss ich ja nicht verschwenden. Die wunderschöne Energie. Hier ist eine Kiste. Eine alte Karte. Oh, ganz weit im Süden. Im Südosten sogar noch. Okay. Komm wieder hier hoch.
Das funktioniert sehr gut. So, in den Tempel hochzukommen, finde ich wesentlich einfacher als den anderen, ne? Hier ist es einfach nur, wasch das Zeug weg. Oh, ich krieg nochmal einen Hydranten geschenkt. Na gut, die werden nicht ewig halten, ne? Weiß man was, dann erhöhe ich lieber die Reichweite. Habe ich einen neuen Weg geöffnet, so gesehen? Reicht das bis nach unten? Nein. Nein, das tut es nicht. Und jetzt darf ich den Weg nochmal latschen. Nicht von dem Wasser ablenken lassen. Einfach das Ding hoch. Okay, ich sehe die Art und Weise, wie wir hier klettern müssen. Halt dich doch fest. Oh, Kiste. Ein paar Schwebesteine. Die waren sehr schön. Brauchen werde ich sie aber nicht. Ich komme auch so ganz gut hier hin. Da oben ist was. Und das hier mag zusammenbrechen, sehr. Wie es scheint. Eine Delta-Kriegerklinge. Starkes Onaniumschwert. Krieg hier echt gute Waffen. Nein, aus. Erstmal dich. Immer zuerst die Fernkämpfer. Du machst verdammt viel Schaden. Oh, das war sehr gut. Das nehme ich.
Geht ins Universum gejietet. Nochmal eine richtig starke Lanze. Hier gute Waffen. Aber da baue ich meine schlechten erstmal auf, ne? Ich komme mir vor, als wäre ich auf dem Mond. Oh, was steht denn da rum? Oh. Hier ist der Schein. Den nehmen wir jetzt erstmal mit. Ich kann das Vieh da unten auch danach fotografieren und umbringen. So, welche Herausforderung steht hier für mich bereit? Ach, was mit den Kugeln? Na gut, hätte ich mir auch denken können. Kann man die auch aneinander kleben? Muss ich mal ausprobieren. Ja, auf jeden Fall Sinn und Zweck in diesen Kugeln. Selbst hier ist leichte Schwerkraft. Danke dafür. Ja, ich verstehe schon. Okay, ich will von der hier mitgenommen werden. Am besten vielleicht erst ab dem Punkt, wo das hier nach vorne schnellt. Kann man die eigentlich kaputt schießen? Nö. Ich dachte, wir wären vielleicht wie Seifenblasen. Okay, ich verstehe das hier. Ich soll eine Rampe machen. Nimm mich mit. Hui. Ja, das war einfach. Ich habe jetzt auch keine Kiste irgendwo verpennt, ne? Nee. Nichts, das ich von sehen würde. Halt die Kiste, die ja die ganze Zeit am Runterplumpsen war. War sehr interessant. So, wo habe ich mir die Kiste markiert? In der Richtung, wenn ich es richtig sehe, ne? Nee, komplett andere Himmelsrichtung. Gehe ich mir jetzt eben kurz die Kiste holen. Oh, hier ist auch noch mal eine Kiste. In der großen Energiesphäre.
Super, jetzt kann ich mir die Kiste hier ruhig gönnen. Und kann mich ja instant wieder hochporten. Okay, ich soll von hier aus weiter hoch. Aber ich will das Ding unter mir platt machen. Genau den da. Fotografiere dich erst einmal so. Jetzt will ich dich in deiner Originalform fotografieren. Bist du? Ach da. Ist ein bisschen arg weit oben. Ach, da kann ich mir eben kurz vermerken. Na, ungefähr hat er gestanden. Schon fies, wo du stehst. Magst du mal runterkommen? Aua. So ein Fiesling, komm runter. Komm runter! Oh. Jetzt muss ich erst hier raufklettern, weil der keinen Bock hat, runterzukommen. Dein Ernst? Alter, der riecht mich auf. Komm runter, du Arschloch! So kann man ihn ganz schön nicht kämpfen! Wie kriege ich den dazu, dass der mal runterkommt? Kann doch nicht jedes Mal hier raufklettern, um ihn zwei Schläge zu verpassen.
So ein Scheißteil. Also hier darf man mir immer gerne später verraten, wie man bitte da oben dran hätte kommen sollen. Ach, ich habe die Kiste schon irgendwie von ihm runtergejagt. Jetzt hängt er wieder da oben. Wilde Weißen. Ja, schön und gut. Wie komme ich an den da oben dran? Geschafft! Wagst dich jetzt ja nicht nochmal dich nach da oben zu verziehen. Mir reicht's jetzt. So ein Drecksding, ey. Ich trenne hier mal die Verbindung und nimm das Ding mit. Alter. Der war einfach nur Kacke. Der Schwebestein, der hat jetzt auch nicht wirklich geholfen. Ich weiß schon, was ich dafür wegwerf. Junge. Der hat mir jetzt nur so viel Schaden gemacht, weil ich einfach nicht an ihn rangekommen bin und einfach verzweifelt versucht habe, irgendwie zu ihm hochzukommen. Ohne dass der Kampf instant wieder abgebrochen wird und der regeneriert. Was ist denn das für ein beschissener Gegner? So, ich bin gespannt, was hier rauskommt. So. Ein paar große Energiesphären. Was kommt hier raus? Ein paar Schwebesteine, ein Stehaufmännchen. Ich kann ja alles aufsammeln und falls da irgendwie was Neues bei ist, kann ich das ja sehen. Zumindest habe ich jetzt ein paar Schwebesteine. So, dann kann ich ja weiter. Alles nur für einen Gegner. Den ich nie wieder bekämpfe. Das hat sich null gelohnt. Okay, das Teil ist nur dazu da, um hier hochzukommen. Verstanden. Ich überlege gerade, welche Waffe brauche ich auf. Die hier wollte ich aufbrauchen. Aua, das ist ein Flammenwerfer.
Magst du aus der Pfütze rauskommen? Ich habe keinen Schild ausgerüstet. Oh, mir war kurz warm. Stimmt, mit der Sora-Rüstung kann ich die Teile ja auch hoch, ne? Aber offenbar nicht so. Lass mich doch hier an der Wand festhalten. Spiel! Braucht 10 Jahre, um sich umzudrehen. Und in der Zeit darf ich den Weg dann nochmal laufen. So, wo genau will ich hin? Ich glaube, das Ding hätte noch wesentlich weiter fliegen müssen. Na gut, ich kann ja auch einfach das Teil da hochklettern. Ausdauer. Ja, auf zu hocken. Da ist bestimmt eine weitere Kiste. Gut, dass ich das Windstoßding habe. Stell dir vor, ich wäre hier als erstes hingegangen. Ich wäre so aufgeschmissen. Ja, das hat doch Kiste geschrien, die Ecke hier. Alte Karte. Quasi unter mir. Den Untergrund müssen wir auch noch mal wesentlich mehr erkunden. Wir haben es fast geschafft. Die Matschepampe kann ja leider nicht hoch. Also irgendwie verstehe ich offenbar den Sora-Anzug falsch. Wahrscheinlich kann man irgendwie eigentlich damit da hoch, aber irgendwie mache ich es die ganze Zeit falsch. Danke. Ich wollte ihn nach deinem Kollegen werfen, aber den hat mein Kamerad schon umgebracht. Nur eine Alpha-Kriegerlanze. Kann ich ruhig liegen lassen. Das nicht. Ich kriege hier so viele geile Waffen. Was ist das überhaupt für ein Stab unten? Ich glaube, ich werfe echt den Bumerang weg. Einmal kurz auf den Boden damit. So ein starkes Sonanium-Breitschwert. Ich habe schon wieder zu wenig Platz. Will ich nicht hier lassen. Ist eine gute Waffe. Okay.
Entschuldigung, musste niesen. Ich nehme das Ding mit. Auf der anderen Seite könnte ich es ganz leicht mitnehmen. Ich lasse meinen Bubba hier nicht alleine. Okay. Die Blase gleich nehmen und das Zeug trennen. Oder ich die getrennt habe, bevor ich hier an Land gehe. Komm hier, mein Bumerang. Mann! Will doch nur mein Bumerang! Ich muss den Scheiß voneinander trennen! Ich lass den hier nicht zurück! Okay, und ich und mein Boomerang gehen wieder auf Reisen. Aber vorher muss ich eine Rampe machen. Es wäre schön, wenn mal Gegner auftauchen, wo ich meine Waffe dann auch verwerten kann. Na klar, dass hier oben eine Kiste ist. Mit einer Klinge mal wieder. Ich kann langsam nichts mehr mitnehmen. Lass die hier. Vermerke einfach die Stelle. Weiß, dass hier dann eine gute Waffe ist. Aua. Oh, gefangen. Kann ich doch eh wahrscheinlich wieder nicht mitnehmen. Warum kriege ich hier fast alle 3 Meter eine Waffe geschenkt?
Ich darf auch erstmal viel bauen, mal wieder. Ich denke mal, das ist der finale Akt. Dann bin ich endlich oben. Komm einfach nur so weit zurück, dass ich dich greifen kann. So haben wir es so. Jetzt nicht wieder drehen. In Sidons Gesicht. Nee, in sein Gesicht. Wie ein Fels in der Brandung. Habe ich die schon? Nee. Ich habe ihn fotografiert, während er in mich reingestürmt ist. Könntest du bitte mal von mir weggehen? Ich würde gerne ein Foto von dir schießen. Du bist sehr fotogen. Sidon will mir helfen. Das ist sehr schön. Ich will nur ein Foto von dem Penner. Warte mal. Aua. Bitte sagt, dass er hier oben schnell gespeichert hat. Ich habe jetzt so einen Akt auf mich genommen, den Bumerang mit nach oben zu nehmen. Bitte. Er ist weg. Stirb! Okay, nur das wolltest du mir sagen. Schwert mit so einem Nauschwert. Dafür habe ich meinen Boomerang verloren. Möge er in Frieden ruhen. Weg mit dem Billo-Bogen. Nimm den mit. So, ich leuchte. Irgendwas, wo man noch was dran kleben kann? Nö. Obwohl, doch. Ach komm, ich pack mich trotzdem aus dem Bild.
Da wird jetzt irgendwas passieren. Klar. Ach, wenn ich nah genug bin, dann funktioniert das, oder wie? Reinspringen und A drücken. Okay, so funktioniert das. Ich bleibe gerade aus dem Bild, weil gleich wahrscheinlich eine Sequenz kommt. Und bei Sequenzen packe ich mich immer aus dem Bild. Der Wassertempel. Mein Thumbnail. Ich rede erst mit ihm, dann komme ich ins Bild zurück, Leute. Ja, abgesehen von dem Schlammding, ne? Ich muss die Dinger anmachen. Das wird ein Spess. Kommst du mit Sidon? Eventuell. Habe ich hier einen Schnellreisepunkt? Ich würde sagen, ja. Da will was fließen. Ich glaube, eins ist nicht mal ansatzweise genug. Geliebter Nachkomme, hier entspringen die reinen Wasser des Dorfes der Soras. Nutze apropos Wasser. Deine Macht und öffne die vier übrigen Speier, damit sich hier genug Wasser sammelt. Ja, ungefähr wie beim vorherigen Tempel, ne? Ich weise dir den Weg. Hab kurz was getrunken. Oh. Ja, wir waren schon immer ein gutes Team. Da sind ja noch mehr Wasserdinger. Starke Sonaniumlanzen noch mal geschenkt. Wahrscheinlich, um damit die Pfützen wegmachen zu können. Ich lasse die aber erstmal liegen. Ich kann mich hier jederzeit teleporten, ne? Okay. Ich muss gerade erstmal die Umgebung analysieren.
glaube, hier die Pfützen sind gar nicht weiter wichtig. Wie viel habe ich an Krogsamen? Ich überlege gerade nämlich erst einmal kurz eventuell zu Maronus zurückzugehen und mir eine weitere Waffentasche bzw. ein Upgrade zu gönnen. Weil ich kriege hier so viele Waffen hinterher geworfen. Aua. Dich laser ich. Du piekst mich. Gut, das hätten wir geklärt. Ich brauche mal als nächstes das Hammerschwert auf. Oder wie stark sind die Eiferkrieger Breitschwerter? Ach. Kann ich den Nächsten ins Gesicht werfen? Warte mal. Da muss ich nicht Ewigkeit nach links scrollen. Wo will diese Kugel hin? Wo ist das Buddhist? Also gut. Da eventuell rein? Jo, scheint richtig. Aber ist die Kugel da, finde ich, ein bisschen zu schwer? Oh lol, das sehe ich ja jetzt gerade erst. Da fliegt ein Dach an uns entlang. Okay, ist scheinbar nicht zu schwer. Sidon schafft es schon irgendwie hinterherzukommen. Muss sowieso gucken, wo die Kugel runterkommt. Okay, ein bisschen am Ziel vorbei, aber passt schon irgendwo. Ich will das Tor da öffnen. Dafür nutze ich die Schwebesteine, wie es aussieht. Kann die ja noch ein bisschen nutzen. Ich nutze den beim ersten Krieger von denen, der mir über den Weg läuft. Sidon, du stehst da doof. Geh weg. Funktioniert doch viel besser als mit dem Baumstamm von damals. So, und damit muss ich wahrscheinlich irgendwas anstellen. Ja, ich gucke. Ein Wasserrad. Bestimmt, wie bei dem vorherigen Tempel, Sidon, wo bist du? Warum stehst du da 10 Kilometer weit weg? Okay, da fließt jetzt was. Klasse! Einer der Speier ist offen. Gut gemacht. Bleiben noch 3 Stück. Okay, das war Speier Nummer 1.
Wahrscheinlich ist dahinter der Eingang zu der Unteretage hier. So, da ist noch eins. Da ist noch eins. Nee, ich muss ja nach unten kommen irgendwie. Ich gucke gerade. Diese erhöhten Orte sehen auch so aus, als ob ich dahin will. Weil eine Kiste auf mich warten könnte. Nope. Guck mal, da hinten geht's sogar noch mal höher. Okay. Sieht nur so aus, als ob da eine Kiste sein könnte. Anscheinend ist da keine. Nee, doch, da ist eine. Das sah schon so aus, als ob hier was auf einem Podest steht. Oh, ein Sora-Schild. Nein, 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 nein! Mais mit einer Wasserfrucht halt. Hauptsache, ich säge nicht den ganzen Weg runter. Das da oben sieht nach Spaß aus. Hier ist nochmal ein Teich darunter. Kann ich mir irgendwie schwerer machen? Langsam aber sicher geht mir die niedrigere Schwerkraft echt auf den Keks. Sidon, magst du mir einmal deinen Wasserschild geben? Ich glaube, den brauche ich hier. Sidon? Hallo? Ach da. Hat funktioniert. Das ist auch die einzige Möglichkeit, die mir hier eingefallen ist. Braucht den Schwebestein. So. Das wird sehr, sehr spaßig. So, beweg dich. Komm gerade so nicht dran. Kann ich damit greifen?
So, die Kiste ist schon mal da drüben. Das ist ja auch mehr oder weniger geschenkt. Manchmal sehen die Dinger zehnmal komplizierter aus, als sie sind, ne? So, offen. Und das nächste Ding bewegt sich. Und diesmal packe ich mich auch aus dem Bild. So. Speicher Nummer 3 ist aktiv. Nun müssen wir nur noch die letzten zwei Speier öffnen. Okay, das war der einzige, der hier unten war, ne? Das Ding da sieht immer noch sehr nach Spaß aus. Oh, die Dinger können nicht schwimmen. Okay, ich kann das Ding so nicht anhalten. Das war ein toller Sprung, Sidon. Aber ich könnte mir eine Methode vorstellen, die funktioniert. Ach, verdammt. Das, was ich vorhabe, geht nur mit einem Laserwerfer. Der Laser geht ja durchgehend. Also dachte ich mir, damit kann ich das Ding doch bestimmt betätigen. Und die Kiste habe ich gesehen. War bestimmt so gewollt, wie ich es gemacht habe. Und nicht anders. Da ist eine Kiste. Ich stand da wie auf einer Zielscheibe. Alles in Ordnung? Ich mag die geringe Schwerkraft im Kampf nicht. Im Kampf ist die zum Kotzen. Das behalte ich mir mal auf. Ein Opal. Und ein mächtiger Kunstbuchbogen. Nur noch einer. Noch Link. So, wer will Stress? Ich höre nur, dass er Stress will. Ach, der.
Nein, da. Ist ein bisschen größer als die davor. Ich verstehe schon. Es funktioniert. Ich will noch bestimmt da hoch. Ach, ich muss nicht mal was drücken. Ich muss nur reinfliegen. Bei diesem Wasserfällen. Okay, ist irgendwo noch eine zweite Stromquelle? Wahrscheinlich da unten. Ach nee, hier muss ich... Wasser leitet Strom. Okay, letztes Rädchen. Geschafft, Link. Gut, alle sind bis zum Rand gefüllt. Nun müssen wir nur noch die Vorrichtung in der Mitte verwenden. Okay. Das kriegen wir hin. Aber wir müssen hier den Bereich hier noch angucken. Neuer Gegner. Ist das eigentlich, wenn ich mit einer Lanze die Fähigkeit von Sidon nutze? Der sich wieder dazu versteckt. Sidon! Ach, dann mache ich wie so ein Wasserfall. Gut, dass du auf ihn ziehst und nicht auf mich. Danke dafür. Das Ding ist sehr fotogen. Ich würde gerne auf der anderen Seite noch mal gucken gehen. Vielleicht war da, wo der Tümpel war, also der Himmelssee, ja vielleicht auch noch eine weitere Kiste. Da will ich jetzt eben kurz gucken. Bin schon ganz gespannt. Das wird jetzt bestimmt lustig. Sagst du, das wird lustig? Da kam was raus. Oh, der Schlamm ist weg. Dann müsste das Dorf eigentlich auch. Oh. Pass auf! Das kleine Ding? Du dreckiges Ding! Du bist schuld! Komm doch! Wir zeigen wir es!
ich werde dich brauchen. Die mag das Wasser bestimmt nicht. Aua. Ich wollte gerade sagen, hat er mir meinen Bogen aus der Hand geschossen? Stehen geblieben. Okay, ich weiß ja, wie es funktioniert. Und mit einer Lanze kann ich auch besser schießen. Warten, bis der anhält. Ich piek sich kaputt. Ich überlege gerade, was ich vorne dran pack. Kanone bringt mir nur was an einem Schild, oder? Nein, damit habe ich eine gute Fernkampfwaffe. Das hat gesessen. Sei vorsichtig. Ja, aber das war nicht sein Angriff, der gesessen hat. Mein Bumerang hin da vorne. Dort? Nein. Er macht es sich leichter. Überall Schlamm. Wir müssen ihn mit Wasser wegspülen. Es regnet Schlamm. Nimm dich in Acht. Funktioniert ja auch damit, ne? Der Schlamm macht uns langsamer. Können wir nichts dagegen tun? Ich glaube, jetzt ist er raus. Er schwimmt im Schlamm? So erwischen wie ihn nicht. Doch. Ich habe ja noch einen Opal-Großstab. Gut, dass ich den noch habe. So, ich komm, du Mistding. Los. Zum Angriff. So, du versteckst dich nicht mehr. Yeah.
Warum kommt da nichts mehr raus? Geht's dir gut? Sidon, komm doch mal her. Ich weiß, dass du Wasser nicht magst. Los, zum Angriff! Nein! Don't! Ah, alles richtig so. Jetzt ist sie wieder schön sauber. Den da nehme ich gerne. Tatsächlich war das ein sehr leichter Boss. Sidon, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Diese Stimme, die gleiche, die schon die ganze Zeit zu uns gesprochen hat. Ich bin deine Ahnin aus einer längst vergessenen Zeit. Eine Sora-Kriegerin im Dienste des ersten Königs von Hyrule und die Weise des Wassers. Du kämpfst wie das Wasser selbst, fließend und unaufhaltsam. Ja, du bist mein Erbe, die Zierde der Suras. Das schmutzschweinende Monstrum, das ihr besiegt habt, es diente dem Dämonenkönig. Sein Zweck war es, dich von dem Kleinod fernzuhalten, welches du berührt hast. Dem Mysterienstein. Dämonenkönig und Mysterienstein? Oh ja. Beides wird auf deinem Wege von gewaltiger Bedeutung sein. Drum höre nun, was ich dir zu erzählen habe. Über die Tragödie des Versiegelungskriegs und die Bestimmung unseres Volkes. Es geschah vor langer, langer Zeit. Das Reich Hyrule war eben erst aus der Wiege gehoben worden. Da streckte das Böse seine Pranken aus, versessen darauf, das Reich zu zerstören. Der mächtige Dämonenkönig. Doch Rauru, Hyrules erster König, scharte 6 Krieger um sich und stellte sich dem Angriff tapfer entgegen. Um den Dämonenkönig zu besiegen, gab uns Rauru die Mysteriensteine. Geheiligte Kleinodien, welche die Macht ihrer Träger vervielfachen. Als Weise des Wassers kämpfte ich erbittert, ausgestattet mit einem solchen Stein. Doch der Dämonenkönig war übermächtig.
Mit unfassbarer Kraft und Geschwindigkeit durchbrach er meine sonst so standhaften Wasserwelle. Schließlich begriff König Rauru, dass ein Sieg über den Dämonenkönig unmöglich war. Er bannte den Dämonenkönig und endete so den Kampf. Mit dem eigenen Leben als Preis. Das also war der Versiegelungskrieg. Und kurze Zeit später? Da besuchte mich eine der Weisen, die Weise der Zeit. Ihr Besuch war es, der den Soras ihre Bestimmung auftrug. Irgendwann wird das Siegel brechen und der Dämonenkönig wird auferstehen. Wenn es soweit kommt, dann wird Link ihm die Stirn bieten, doch er wird Hilfe brauchen. Ich bitte dich, leiht dem Ritter Link die Kraft der Soras über das Wasser zu gebieten. In diesem Moment durchfloss mich ein Gefühl der Entschlossenheit. Unser größter Wunsch ist die Vernichtung des Dämonenkönigs. Wenn er wiederkehrt, wird das Volk der Soras erneut einen Weisen des Wassers hervorbringen. Und dieser Weise wird deinem Ritter Link treu und tatkräftig zur Seite stehen. Das war die Geschichte des Versiegelungskriegs und des Auftrags an unser Volk. Zwar hast du das Dorf der Soras gerettet, und doch, der Dämonenkönig bedroht weiterhin das Land. Sidon, geliebter Nachfahr, nimm meinen Mysterienstein entgegen und erfülle das Versprechen, das ich der Weisen der Zeit gab. Kämpfe an Links Seite in den Schlachten, die eurer harren. Ich bin dazu bestimmt, gemeinsam mit Link zu kämpfen? Dabei wollte ich eigentlich nur unser Dorf retten. Doch damit ist's wohl nicht getan, so scheint mir. Genau wie meine Ahnen muss ich für ganz Hyrule kämpfen. Drum werde ich den Stein akzeptieren. Ich bin der Weise des Wassers. Sieh nur, dies ist meine neue Macht. Deine Hand, bitte. Ich, Sidon, werde von nun an als Weiser des Wassers mit dir sein. Empfange dies als Zeichen meiner Treue. Dieser Ring gewährt dir fortan jederzeit Zugriff auf meine Macht. Auf alte Freundschaft, Link. Na dann, zurück in unser Dorf. Mhm. Mhm. Mhm.
Ich habe bis jetzt gerade mich gemutet gehabt, damit ich bloß nicht in die Sequenzen reinrede. Was war denn da gerade eben für ein extremst langer Ladescreen? Es ist übrigens schön, dass jetzt hier wieder alles schön blau ist. Weg mit dem Schlamm. Er hat Großes geleistet. Aber irgendwie finde ich seine Macht, abgesehen von dem Schild, relativ useless. Glückwunsch, Sidon. Ja. Ein Happy End für das Volk der Sucher. Danke, Sidon. Okay. Yep. Bester Freund in diesem Spiel. Kann ich eigentlich mehrere Weisen gleichzeitig nutzen? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Also da oben ging es ja, aber wahrscheinlich nur, weil Sidon selbst da war und jetzt nicht sein Geist. Königsschuppen. Okay. Hat irgendwer von euch noch was Besonderes zu sagen? Hey.
Das klingt gut. Hey. Ja, will ich. Hm. Wo ist denn deine Braut? Die süße Sucherdame, wo ist die? Mit der wollte ich auch noch reden. Ach, da vorne steht sie. Jonna! Okay. Ja, das wäre praktisch. Das Heiligtum war, glaube ich, da unten, wo wir beim letzten Mal waren. Also in diesem Strudel. So. Ich habe beide reingerufen. Ich würde mich gerne einmal zum Spähposten teleportieren. Und gucken, ob ich die Krogsamen noch zu einem weiteren Waffen-Upgrade verwerten kann. Ja, bitte die Waffentasche, wenn es geht. Verdammt, ich brauche noch zwei. Ich könnte den Opalstab eben kurz aufbrauchen. Der hält wahrscheinlich eh nicht mehr lang. Okay. Dann will ich jetzt einmal zu einer Feenquelle. Ich will einfach wissen, was ich brauche für die Sora-Rüstung. Sind beide Geister bei mir? Ja, beide Geister sind bei mir. Okay, ich habe jetzt durchgehend einen Unterstützer mehr. Keine Einwände. Warte mal. Komm mal her, Sidon. Wasser auf Wasser! Ich wusste, dass der Stab nicht mehr viel aussieht. Ich werde mir den Stab noch holen, der bei den Suras unten in dem Tempel noch auf mich wartet, also in dem Schrein. Ich glaube, den Wasserstab, den bräuchte ich eh nur für den Schlamm. Da kann ich ja genauso gut Sidon für nutzen. So, was braucht man, um die Sora-Rüstung zu verbessern? Mich interessiert gerade nur für die Rüstung. Dafür braucht man Exhalphosphoren. Was braucht man für das nächste? Da braucht man Exhalphosphoren und Barsche. Jetzt kommt, ich kann die direkt bis zum Maximum verbessern. Als nächstes brauche ich 3 Maxi-Barsche, 5 Exhalphosphorne, also von den blauen, und nochmal 3 Exhalphos-Schwänze. Dafür brauche ich einfach nur Schleichglöckchen, da kann ich auch mal einfach so ein bisschen drüber gucken. Machen wir von jedem Rüstungsset mal eben kurz, wie weit ich gehen kann. Dann sehen wir auch mal da so ein bisschen in die Richtung. Also alles aus dem Set braucht immer die gleichen Materialien. Okay, danach Schleichglöckchen und Schleichwürmchen. Nicht so vergessen, dass ich eventuell gleich ein Geldproblem habe. Und als nächstes brauche ich eine Klammerkröte. 5 Stück. Schleichschnecken und einen Schleichling.
Ja, da seht ihr es ja. Bei der Barbarenhose kann ich auch gucken. Bei dem Krötenanzug. Ich gucke erst den Krötenanzug. Als nächstes braucht man Horblin-Ort und nochmal Klammerechsen. Okay. Bei der Leucht-Z-Rüstung denke ich mir, das lohnt sich nicht so wirklich. Und was bräuchte man beim nächsten? Auch diese Klammerkröten. Ich kann ja einmal das Barbaren-Ding noch aufwerten und einmal so eine Leuchtrüstung. Dann sehen wir da zumindest, was man beim nächsten braucht. Leunen. Ach so, ich habe ja auch das Barbarenhemd. Vollkommen vergessen. Da allein, was man an Leuchtsteinen ausgeben muss für diese Leuchtrüstung. Nur um die einmal aufzuwerten. Also sofern die nicht auf dem Set-Boni ultimative Leuchtfähigkeit bringen, sind die absolut useless. Jetzt braucht man 15. Und auch noch Herzen. Okay, ich verbessere jetzt hier nicht weiter. Was ich verbessern kann, das verbessere ich offscreen. Ja, wir haben den Soras damit heute geholfen. Ich kann jetzt eine Wasserbarriere um mich machen, die mich entweder einmal schützt oder die ich als Angriff missbrauche. Tatsächlich mit einer recht guten Reichweite. Und wir haben richtig viele starke Waffen da oben bekommen. Ich werde offscreen jetzt auf jeden Fall hier im Dorf der Sora da unten den Stab mir noch gönnen. Und hier oben im Himmel werde ich mir die Kiste noch holen. Also nicht die hier, die habe ich mir schon geholt, sondern die hier. Die werde ich offscreen einfach mal holen. Dass ihr da Bescheid wisst. Dann müssen wir auch nicht nochmal da hoch. Auf jeden Fall, Leute. Wenn es euch gefallen hat, heute mit dem Stream, Video etc., weil ich lade das ja später auch auf YouTube hoch, deswegen auch Video, dann lasst ein Abo und ein Like später auf YouTube da, ein Follow auf Twitch und wie immer verabschiede ich mich an der Stelle zuallererst von der YouTube-Gemeinschaft. Euch wünsche ich noch einen schönen Abend oder einen guten Tag, je nachdem, wann ihr zuschaut.